Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir haben wieder einmal den Zeitpunkt des Tages erreicht, wo wir einen kleinen, flüchtigen Blick zu den Kaninchen werfen wollen. Und vorab kann ich sagen, bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, das bleibt auch so während des Drehs sozusagen. Als erstes wollen wir mal gucken, was die Dame hier macht mit ihren Kaninchen. Es scheint, dass sie ihr Schlafplatz ein Stück weit... Huch, es ist so dunkel. Ich werde mal hier kurz ein bisschen zusätzliches Licht aktivieren. Zack, da haben wir es. Ja, auch hier habe ich gerade gesehen, ist ein offenes Auge. Also das sieht schon mal ganz gut aus hier, die Dame. Die will ihre Kindlein verteidigen, was auch vollkommen in Ordnung ist. So, 2, 4, 6, 8, 10. Und der ganz dunkle, der fehlt noch. Ah, da hinten. Nee, das ist die Wanne. Ich dachte, das wäre der ganz dunkle. Der fehlt, oder? Wo ist er denn? So, wo bist du denn? Junge. So, der ist nicht da. Wo ist er denn? Huch. Hat sie ihn hier mit rüber genommen vielleicht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Seht ihr das? Wie sieht der Dunkle hin? Ich liebe es, wenn sie jetzt sich verstecken hier, die Kleinen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ach, so groß ist das hier gar nicht. Finden sie Ecken, wo man so als Nicht-Kaninchen... Ah, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Der Frechdachs hier hat sich hier einfach versteckt. Zack, da bist du. So, schnell mal das Loch schließen. Kurz mal hier durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt fehlt doch noch eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist das auch hier in dieser... Ach, hier ist noch eins. Die haben sich in der Kuhle versteckt. So. Mal schnelle 3 Minuten gefühlt. Und schon haben wir alle Kaninchen gefunden. Auf so einem Mini-Platz hier. Also man sieht, die sind hier, können sich gut verstecken hier. Auch schon in diesem Alter. Ich hoffe nicht, dass sie sich verstecken, wenn die Mutti ankommt und sie dann säugen möchte. Aber nun gut. Die ist ein bisschen eingeschnappt hier. Vorhin wollte sie gar nicht von mir gestreichelt werden. Ich glaube, die nimmt mir das immer noch so ein bisschen übel, dass ich sie zum Rammler gepackt habe. Aber so ist es, ne? Das ist dein Soll, was du erfüllen musst. Guti. Hier soweit auch alles ohne Beanstandung, soweit ich das jetzt hier auf den ersten Blick sehen kann. Ich wollte heute eigentlich schon Holz holen, aber leider kam ich nicht dazu. Ich hatte mir gestern auch in meinem jugendlichen Leichtsinn überlegt, eventuell 2 Stähle parallel zu bauen. So ein bisschen was vorbereiten, ne? So abends, wenn man dann vielleicht draußen nicht mehr so richtig rumsägen und bohren und ähnliches kann. Und dann nachher raus transportieren und dort dann alles schön zusammenfügen. Ah, mir fliegt das ganze Feldzeug hier in den Mund. Ah, die sehen doch alle schön
sehr attraktiv aus hier, besonders der hier auch. Zack. Alles schön lebendig hier. 2, 4, 6. Ups. Auch der hier. Die sind heute sehr schön weich geworden hier, die kleinen. Zack. Ich denke, der wird die Optik bekommen, wie die Mutti oben ist. Schätzungsweise. So, alles gut soweit hier. Hier scheint auch noch mal irgendwie so eine Unterkunft bei denen zu sein. Ich will den auch gar nicht weiter belästigen hier. Vielleicht noch mal das eine Weiße hier. Was ich auch sehr interessant finde. Das hier ist auch sehr schön. Hat auch so einen gewissen Grauton. So. Dann machen wir mal zu hier. Alles gut soweit. Er scheint lecker zu sein. Ich habe denen jetzt hier auch schön was Grünes gegeben und die sind hier auch ständig am Hin und Her flitzen. Die zwei, ich bin mal gespannt, wann sie den Impuls geben, um getrennt zu werden. Ne? Dann muss ich ja proaktiv hier einschreiten. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Bis jetzt hält sich das noch so. Bisschen Futterneid, ne? Dazu neigen Kaninchen ja extrem, das am leckersten zu finden, was das andere Kaninchen im Mund hat. Aber nun gut, wir wollen das mal so hinnehmen. Ne? Da sind die ganzen Kleinen hier. Ich versuche es ja eigentlich immer, wenn die noch so klein sind, jedes Mal, dass ich sie ein bisschen anfasse und sie mit der menschlichen Hand vertraut mache. Und das tagtäglich über einen längeren Zeitraum, dann werden sie sehr, sehr zahm und auch zugänglich, was sehr, sehr positiv ist. Ne? Gerade auch die Kunden, die das dann kaufen, die finden das dann auch relativ gut. Eigentlich, gut, bei dem Wurf war das jetzt nicht so. Eigentlich ist es so, dass sie seit dem ersten Tag jeden Tag von mir in die Hand genommen werden. Bei ihr war es nicht so, weil sie sich sehr gut um ihren Wurf gekümmert hat. Und da wollte ich jetzt nicht hier unnötigermaßen mich dort irgendwie hineinmogeln in diese ganze Geschichte. Von daher habe ich es hier nicht gemacht, sondern erst quasi, als sie dann herauskam. Weil hier hatte sie alles gut unter Kontrolle. Hier musste nicht irgendwie Hilfestellung geleistet werden. Ja, ich denke, dann sind wir jetzt auch an einen Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Bleibt anständig, schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben und vor allen Dingen abonniert gerne diesen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.